Endlich ist soweit, heute bei uns live die PlayStation 5, die Hardware, die Spiele, die Benutzeroberfläche und alles, was ihr sonst noch zur Konsole wissen wollt, jetzt live hier bei uns. Hallo, herzlich willkommen hier live bei Rocket Beans TV an diesem Mittwochnachmittag. Es ist endlich soweit, wir schauen uns die PlayStation 5 an. Die letzten Embargos für die Konsole sind gefallen. Wir können euch heute alles zeigen, die Hardware, die Spiele, die Benutzeroberfläche, die Menüs. Und ich mache das nicht allein. Ich habe mir zwei wunderbare Kollegen an die Seite geholt. Ilias. Hallo, und Fabian. Gregor. Schönen guten Tag. Es ist wunderbar, dass man einen Konsolen-Launch mal machen kann, wo man neue Spiele zeigen darf. Das in der Tat. Das ist wirklich wunderschön. Und wir haben eine ganze Menge Spiele vorbereitet, die wir euch heute hier im Laufe des Tages zeigen werden. Darunter Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales, das Sackboy-Spiel, Astro's Playroom, Devil May Cry und auch The Pathless, das neue Spiel der Macher von Absu, wird es hier zu sehen geben. Ich habe gedacht, wir verbringen aber erstmal ein bisschen Zeit damit, uns die Konsole anzuschauen und was man damit noch so machen kann, außer spielen und auch mal gucken, wie verhält sich das mit der Abwärtskompatibilität, mit den ganzen Features der Hardware und solchen Sachen. Und ich würde sagen, ich nehme mir einmal den Controller zur Hand. Vielleicht noch mal zur Erklärung. Ich habe ungefähr 2 Wochen die Gelegenheit gehabt, jetzt eine Digitaledition der Konsole zu benutzen. Du, Gregor, hast die Konsole mit dem Laufwerk zu Hause gehabt. Genau, falls man die da, ich weiß nicht, ob da noch mal separat eine Kamera ist. Ich habe auch irgendwie Sorgen, Ilias mit seinem schicken Fuß überschlagen, dass sie dann nochmal umgekickt wird und so weiter. Sorgen, ja. Grundsätzlich aber ist es ja inhaltlich ja die gleiche Konsole, mit Ausnahme, dass du das Laufwerk an der Seite hast. Ich habe auch ein paar Tage damit verbracht, insbesondere Spider-Man fast durchgespielt und ein paar andere Sachen am 4K-Fernseher bei mir ausgetestet. Mhm. Mit der Vorab-Firmware kann ich schon mal sagen, bei dem Laufwerk zumindest meine PlayStation 4-Discs hat es noch nicht direkt erkannt. Mhm. Es soll ja die Funktion sein, dass du direkt dann reinpacken und installieren kannst. Und ein PS5-Spiel auf Disc hatte ich auch noch nicht. Also grundsätzlich habe ich das gleiche Erlebnis wie du dann gehabt. Genau, es gab jetzt noch mal ein Firmware-Update unmittelbar zum Fall dieses Embargos. Wahrscheinlich wurde das Feature damit dann nachgereicht. Ansonsten noch mal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die beiden Versionen, Gregor sagt es, glaube ich, schon grundsätzlich identisch bis auf das Disk-Laufwerk. Die größere Version mit dem Laufwerk 499 Euro, die Digital-Edition 399 Euro ab dem 19. November, erhältlich ab morgen schon in den USA, unter anderem deswegen auch heute der globale Embargo-Fall. Vielleicht noch mal als Ergänzung, Gregor, ich habe mir noch mal das Unboxing angeschaut, was wir und du gemacht hatten. Vielleicht noch mal für die Leute, die das nicht gesehen haben. Was bekommt man denn alles neben der Konsole? Es ist überschaubar. Mhm. Man bekommt natürlich ein HDMI-Kabel, ein Stromkabel. Man bekommt dieses schöne Teil hier, einen DualSense-Controller mit einem Ladekabel, was jetzt auf USB-C setzt. Man sieht hier eine kleine Buchse an dem Controller. Was man nicht mehr bekommt, es ist jetzt für mich, spielt es ehrlich gesagt gar keine Rolle. Bei der PS4 war immer so ein Mono-Headset dabei. Ist die Frage, hat es jemals von euch jemand benutzt? Ich habe das tatsächlich, also zu Beginn der PS4-Zeit, da habe ich das viel genutzt, weil ich einfach kein Headset hatte. Und ich fand das ganz gut, dass vor allem Leute, die jetzt nicht super krass das Gaming, die Gaming-Ausstattung haben, dass sie halt zumindest so die Grundvoraussetzungen hatten, um gemeinsam halt zu zocken. Deswegen finde ich es persönlich ein bisschen schade, aber es ist überhaupt kein Zweifel daran, war super schlecht verarbeitet, war halt wirklich so das absolute Minimum. Mhm. Hab's aber trotzdem gut gefunden, dass sie es mit reingepackt haben. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, aber gut, mittlerweile kostet es auch nicht mehr so viel, um sich ein vernünftiges Headset für Online-Partien sich anzulegen. Ja. Ja, zumindest der Anschluss unten ist ja beim DualSense noch vorhanden. Genau, der ist Kopfhörerausgang und entsprechend dem Slot. Also ich habe es persönlich nicht vermisst, weil ich auch eh nicht der Multiplayer bin. Es ist auch ein bisschen lange her. Ich meine mich jetzt da irgendwie in die Richtung zu erinnern. Ich meine, Sony hat ja auch irgendwann gepusht, dass auch über PS Plus dann Multiplayer bezahlbar gemacht wird. Na, das ist ja als Feature dann mit reingegangen. Und natürlich musst du auch irgendwie dann sagen, so einen schönen Value liefern. Ich hatte mir bei der PS4 dann dieses Riesenpaket mit Killzone nochmal geholt, wo dann Controller und Headset und andere Sachen drin gewesen sind. Das Headset selber ist bei mir unverpackt in der Ecke für alle Fälle. Also noch verpackt, meine ich. Wo wir gerade schon über Headsets sprechen und du diese Buchse hier unten an dem Controller erwähnt hast, ich habe mir auf der PS4 irgendwann angewöhnt, auch bei der letzten PS4 Pro, die ich hatte, die meistens mit Kopfhörer zu spielen zu Hause, aus dem einfachen Grund, dass auch die letzte Baureihe der PS4 Pro bei mir durchaus hörbar laut war im Wohnzimmer. Also wenn du mal ein wirklich forderndes Spiel gespielt hast und das mal länger als ein paar Minuten lief, dann habe ich das immer schon als dezent störend empfunden, wenn du jetzt den Fernseher nicht total laut machst, weil du eben die Konsole hörst. Ich glaube, da können wir, was das angeht, Gregor, jetzt ein bisschen Entwarnung geben. Ich hatte das Gefühl aus meinen, ich habe viel mit der PS5 gespielt, auch einige der Spiele durchgespielt. Sie ist
angenehm leise. Ich würde nicht sagen, dass man sie gar nicht hört. Sie hat definitiv ein Betriebsgeräusch, was man wahrnehmen kann, wenn man darauf achtet. Aber sie ist mir nie unangenehm aufgefallen oder dass ich dachte, ich müsste mir jetzt Kopfhörer aufziehen, weil ich das Geräusch nicht ertrage. Ich finde schon, dass sich die Größe, das Ding ist groß und es wird eine vernünftige Kühlung haben innen drin. Sie haben nicht versucht, das so klein wie möglich zu bauen. Und das hat sich schon ausgezahlt. Es ist ähnlich wie bei den beiden neuen Xbox-Konsolen. Die sind auch sehr leise. Würde ich auch hier sagen, dieses Problem scheint jetzt relativ gering zu sein. Bist du, Elias, die mal vorsichtig natürlich, man soll ja darauf achten, die mal in die Hand nehmen, weil ich sagte schon mal, da ist ordentlich Gewicht gleich dahinter und es ist ein ziemlicher Klopper. Ihr wollt hier, was meinst du? Na, einfach mal in die Hand nehmen, die PS4, die PS5 meine ich, na? Und dann, du musst einfach mal ein Gefühl dafür haben, was für ein Gewicht und das ist. Und ich habe auch gedacht, wegen der Größe, die soll ja im Speziellen für die Durchlüftung sein. Sie haben ja die Xbox Series X beispielsweise speziell in dieser Trichterform gebaut und jetzt sehen wir aktuell gerade, dass auch da viele Modelle durchbrennen. Ich habe sowohl die PS5 länger als auch die Series X und Series X bei mir gehabt und natürlich ganz laienhafte dann Lautstärketests gemacht. Es gab bei beiden Geräten nicht viel Unterschied bei den Dezibel, die da rausgehen. Da können natürlich Leute mit richtig die vernünftigen Messgeräten genau gucken, was der Unterschied ist. Was ich vernommen habe, genau das, was Fabian gesagt hat, im Grunde, wenn du sie neben dem Fernseher stehen hast, ist absolut so gut wie nicht zu hören. Die Series X war ein bisschen leiser, vor allem auch, wenn du nah rangehst. Ich denke auch durch die richtige Bauweise und wie die Luft da durchgezogen wird. Allerdings, und sowohl bei dem Modell jetzt hier, was du in der Hand hattest, Elias, und ich habe jetzt mittlerweile auch ein eigenes PS5-Modell bei mir stehen. Es ist so, das kann natürlich auch ein eigenes Empfinden sein, so ein ganz leichtes Rattern, ein ganz leichtes Klackern oder so zu hören. Wie gesagt, wenn ich so ganz nah rangehe, ob es jetzt der Lüfter ist, wie der da drin ist. Ich hatte es jetzt bei zwei verschiedenen Modellen, dass du so ein ganz leises hörst, was ich bei der Xbox nicht hatte. Das ist aber auch was, was nicht sich in irgendwelchen lauten Geratter dann erschlägt, sondern einfach, es war ein Unterschied auf jeden Fall. Lauter ist es beim Spielen nicht geworden, selbst nach einem Tag plus. Okay, kommen wir mal zu den wirklich spannenden Parts, nämlich etwas, was wir vorher euch nicht zeigen durften. Wir gucken jetzt mal rein. Wie sieht es eigentlich aus bei der PlayStation 5, wenn man die Konsole eingeschaltet hat? Was erwartet einen dann? Das können wir uns jetzt hier mal anschauen. So sieht es quasi aus, wenn die Konsole hochgefahren ist. Wir sehen grundsätzlich bei der PlayStation 5 jetzt eine Zweiteilung. Ihr seht es oben links, wir haben die Bereiche Spiele und Medien hier. Ich werde einmal den Medienbereich kurz hier durchgehen. Ich hatte bei der Einrichtung schon die Möglichkeit, einige Standard-Apps zu installieren. Das waren in dem Fall Netflix, Disney Plus, YouTube und die Sky Ticket App. Wir sehen aber, dass es auch noch weitere Apps im Angebot geben wird, die eigentlich so das Übliche abdecken, was man an Streaming-Diensten und Apps finden kann. Das heißt, wir sehen unter anderem auch noch Apple TV, wir haben Crunchyroll, Spotify, Join, Pluto TV, das WWE Network ist hier vertreten, Twitch, Prime Video. Und wenn ihr zu Hause einen Medien-Server betreibt, dann gibt es auch eine Plex-App, die man installieren kann, damit die PS5 auch die Inhalte von diesem Medienserver streamen kann. Was mich ein bisschen überrascht hat, hier haben sie auch mal die VR-Apps geparkt. Das sind keine VR-Spiele von PlayStation VR, sondern das sind die Sachen, die so als Erfahrung vermarktet wurden. Also im Wesentlichen so VR-Filme oder geringfügig interaktive Elemente. Die findet man auch hier in diesem Medienbereich. Und ich finde eigentlich diese Aufteilung ganz gut, weil wenn man sagt, ich habe ein Smart TV oder ich habe ein anderes Gerät, was mir all diese Medieninhalte bietet und ich brauche das nicht auf der PlayStation, kann man komplett diesen Medienbereich einfach ignorieren und findet hier in dem Spielebereich alles vor, was sich auf das Thema Spiele fokussiert. Wir sehen hier oben eine horizontal ausgerichtete Leiste, die mir immer anzeigt, was sind die Sachen, die ich zuletzt verwendet habe. Also PlayStation Store, PlayStation Plus sehen wir hier. Das sind die zuletzt gespielten Spiele, wo ich auch gleich sehe, bei PS4-Spielen steht dahinter, dass es sich um ein PS4-Spiel handelt. Und hier hinten habe ich eine Komplettübersicht über meine Spielebibliothek. Das sind einmal die Sachen, die alle dem Account zugehörig sind. Ich kann das auch filtern nach Spielen, die nur installiert sind, nach PlayStation Plus und PlayStation Now. Da sehen wir, das Abonnement ist hier abgelaufen, PlayStation Plus. Aber gültig, da gehen wir später nochmal im Detail drauf ein, was das bedeutet. Ich habe tatsächlich suchen müssen, weil normalerweise war das ja im PlayStation Store die Übersicht deiner gekauften Spiele bei der PS4 und mir ist nicht in den Sinn gekommen, dass es jetzt da oben rechts auf der Seite ist.
Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man vorher auf der PS4 unterwegs war. Grundsätzlich finde ich es aber ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert hat, es gibt im aktuellen Firmware-Zustand keine Option, hier zum Beispiel Folder zu erzeugen. Ich kann nicht sagen, ich möchte alle PS4 und alle PS5-Spiele hier in einem Ordner haben. Die Option gibt es noch nicht. Vielleicht patchen sie das später noch mal rein, aber im Moment ist es noch nicht möglich. Dürfen wir in den Store? Das dürfen wir, Ilias. Ich würde einmal gern noch, bevor wir das machen, weil das dauert ein bisschen länger dann, nochmal die Punkte hier oben rechts abhaken. Es gibt quasi einmal eine Suchfunktion, die auch nach Spielen, Medien und Spielern gefiltert ist. Es gibt einen Bereich, wo man quasi seinen Account verwalten kann und es gibt den Punkt Einstellungen. Dahinter sehen wir was, was uns sehr bekannt vorkommt von der PS4. Das ist im Wesentlichen die gleiche Aufteilung an Einstellmöglichkeiten, die es hier gibt. Ich würde nur auf ein paar einzelne Aspekte hier gerne einmal eingehen. Zum Beispiel die Option, dass man eine Konsole als seine primäre Konsole aktiviert. Erinnert ihr euch vielleicht dran? Das ist die Konsole, die Inhalte auch nutzen kann, wenn die Konsole offline ist. Das wurde hier umbenannt, ein bisschen deutlicher jetzt. Das ist dieser Punkt mit der Konsolenfreigabe und Offline-Spiel. Das heißt, das ist auf einer Konsole möglich und diese kann dann eben auch Sachen nutzen, wenn die Konsole offline ist. Das geht auf einer anderen Konsole mit dem gleichen Account dann nicht mehr. Ich würde einmal gerne in den Speicherpunkt springen. Wir sehen hier von den etwa 670 GB, die uns zur Verfügung stehen, ist hier schon eine ganze Menge belegt durch die PS4 und PS5-Spiele, die wir installiert haben. Einmal nochmal, weil ich auch das häufig als Frage im Vorfeld gehört habe. Ihr habt im Moment keine Möglichkeit zum Start, jetzt den Speicher für PS5-Spiele direkt zu erweitern. Die PS5 hat einen Slot, der eine NVMe-SSD aufnehmen würde. Das wird aber erst mit einem späteren Firmware-Update funktional. Was ihr machen könnt, ihr könnt PS4-Spiele auf externe Speichermedien auslagern und sie davon auch nutzen. PS5-Spiele allerdings nur vom internen Speicher aktuell lauffähig. Ja, sonst geht PS4 natürlich auch auf den internen Speicher erstmal, aber man muss sehen, ob man dann sich den wertvollen SSD-PS5-Speicher mit PS4-Sachen vollmachen möchte. Genau, ich habe es jetzt hier gemacht, weil der Speicher noch nicht so knapp war, aber man hätte auf jeden Fall die Möglichkeit. Wir sehen hier, Bildschirm- und Videomenü ist geringfügig verändert. Wir können hier zum Beispiel sehen, was an Videoausgabeoptionen möglich ist. Das ist hier jetzt nicht sonderlich viel, weil das bei uns hier an die Regietechnik angeschlossen ist. Man würde jetzt, wenn man einen HDR-Bildschirm hätte oder einen Bildschirm mit HDMI 2.1 auch sehen, dass bis zu 120 Hertz möglich werden mit der PS5. Ich sagte es gerade, das bieten einige TVs diese Möglichkeit. Es ist aber noch nicht sehr weit verbreitet. Das heißt, in der Regel seid ihr hier auf 4K 60 Frames mit HDR limitiert. Oder ihr macht die Auflösung runter, dann könntet ihr auch höhere Hertz erreichen. Mehr geht wegen der Bandbreite von HDMI 2.0 nicht, wenn ihr nicht eines der ganz modernen Displays habt. Genau, deshalb kann man auch unter Vorbehalt sagen, wir durch unsere Art, wie wir es präsentieren können, sind die Sachen jetzt hier in 1080p. Ist natürlich das richtige Alleinstellungsmerkmal. Es macht natürlich schon was aus, wenn du die Spiele richtig in 4K mit den vollsten Framerates sehen kannst. Und das war zumindest bei mir mit HDR, mit 4K at 60, solche Sachen wie Spider-Man. Da habe ich schon gesehen, okay, das möchte ich an der PS5 spielen und nicht auf den älteren Konsolen. Ja. Ich würde noch, bevor wir das Einstellungsmenü abschließen, auf einen Punkt gerne hinweisen in dem Bereich gespeicherte Daten und Spiele-App-Einstellungen. Auch hier denke ich mal, das ist was, was der Firmware aktuell geschuldet ist. Ich habe nämlich versucht, als ich, ich wollte auch Kollegen mal die Möglichkeit geben, die PS5, die ich mit diesem Account genutzt habe, zu nutzen. Ich wollte aber nicht, dass die Kollegen meine Spielstände zufällig oder absichtlich überschreiben und wollte sie auf USB sichern. Die Option gibt es aber nicht für PS5-Spiele. Wir sehen hier, das ist jetzt der PS4-Bereich, da könnte ich Spielstände auf ein USB-Laufwerk auslagern. Bei der PS5 seid ihr hier auf den Cloud-Speicher beschränkt. Es wird in der Praxis wahrscheinlich für die meisten Leute nicht so viele Auswirkungen haben. Es ist jetzt hier durch diesen Sonderfall aufgetreten, dass wir eben mit mehreren Leuten den gleichen Account und die gleiche Konsole mal nutzen wollten. Ich wollte dennoch einmal darauf hinweisen, falls jemand diese Option sucht. Kannst du mal ganz kurz nochmal zurückgehen und auf Spoilerwarnung gehen? Also ja, gerne. Und die Entwickler können quasi in ihren Spielen jetzt taggen, das ist ja was lustig als Spoiler durchgehen würde. Das ist könnte ja man dann anzeigen okay lassen. Cool, danke. Interessant zu sehen, was sie dann als Spoiler tatsächlich taggen. Ja, ich kann bei Gelegenheit auch ein bisschen was, also jetzt noch nicht, aber vielleicht später, wenn es dann passt, zur Migration von PS4 auf PS5 was erzählen, weil da habe ich heute Morgen ein bisschen was gemacht. Kann man nämlich schön übers Netzwerk daheim machen und muss nicht mit Festplatten und anderen Sachen hantieren.
Ja, wenn du, also ich bringe noch den Punkt gerade, dann sind wir nämlich auch durch damit. Ja. Aufnahme und Übertragung finde ich sehr cool. Man hat jetzt die Möglichkeit auch Videos aufzunehmen in zum einen in 1080p60 und auch in 4K-Auflösung. Wo ist es denn? Es ist Aufnahmen, Videoclip-Format. Ach so, weil die Konsole hier jetzt nur auf 1080 steht, ist diese Option weg. Du kannst auch Videos in 4K aufnehmen mit geringerer Framerate dann. Aber für die meisten Anwendungszwecke 1080p60 ist schon ziemlich cool. Das habe ich auch genutzt für The Pathless unter anderem, was wir später hier noch vorstellen werden. Das ist Spielmaterial, was ich direkt auf der PS5 gecaptured habe. Kannst du sagen, würde er dann die Spieleclips auch in HDR capturen oder nicht? Weil ich habe mit einer externen Karte gecaptured, die kein HDR kann, dann kann ich beim Spielen natürlich das HDR nicht sehen. Ich kann es hier gerade nicht sehen. Ich habe es auf jeden Fall nicht genutzt, um später die Videos auch richtig darstellen zu können. Du kannst aber meines Wissens nach auch HDR mit aufnehmen, also die Capture-Funktion. Als internes Feature. Dann erzähl doch noch kurz deinen Punkt mit der Datenmigration, Gregor. Genau, weil man sieht bei dir, du hast ja auch ein paar PS4-Spiele jetzt hier, die im PlayStation Plus-Paket vorhanden gewesen sind. Mhm. Ein großer Punkt, der jetzt nochmal seit den letzten Embargos, die gefallen sind, dazugekommen ist, dass du ja auch die PS4-Disc reinmachen kannst. Mhm. Was zum Beispiel Unterschiede bei Last Guardian gegeben hat. Die ungepatchte Disc Fassung geht bis zu 60 Frames auf der PS5. Die PS Plus gepatchte Fassung nur bis 30, weil die das irgendwann mal limitiert hatten für später. Es ist so, wenn du die PS5 einrichtest, sie hat mir angeboten, hey, möchtest du deine PS4 migrieren? Schalte sie bitte ein. Ich muss sie, glaube ich, dann gedrückt halten mit dem Einschaltbutton. Sie müssen beide im gleichen Netzwerk drin sein. Die aktuellste Firmware bei beiden Konsolen drauf, damit diese Funktion funktioniert. Mhm. Und sobald dann die PS5 erkennt, wenn du die PS4 richtig eingerichtet hast, bietet dir ein Menü an, hey, möchtest du deine Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe da erstmal gelassen, weil ich das neu machen möchte. Aber deine Safe Games kannst du alle kopieren lassen über das Netzwerk. Mhm. Plus eventuelle Installationsdateien von den Spielen aus. Dann aber, ich hatte jetzt keine externe Platte angeschlossen, keine alte USB-Festplatte. Mhm. In der Theorie solltest du das, wenn du das nicht über das Netzwerk drüber schieben willst, da habe ich für wie viel? 250, 300 Gigabyte. Ich habe eine Handvoll Spiele rübergezogen, hat er mir so 15 bis 20 Minuten dann dafür gebraucht. Hängt wahrscheinlich vom Netzwerk ab, was man dann daheim hat. Und dann tauchen sie auch nach und nach oben in der Leiste auf. Interessant ist es auch, dass man, also ich weiß nicht, wie es mit den Versionen ausschaut. Es hieß ja, dass Abwärtskompatibilität, es gibt so eine Handvoll, eine Liste von so 10 Spielen mit vielen VR-Titeln, die nicht gehen soll. Es kann manchmal sein, dass ihr das rüberkopiert habt und dann zeigt es auf einmal an, diese Version, die du hast, ist nicht kompatibel mit dem PS5. Hat er mir bei meinem Neo 1 zum Beispiel angezeigt. Als ich draufklicke, zeigt er mir aber an, möchtest du eine kompatible Version auf die PS5 runterladen? Mhm. Na, also anscheinend gibt es auch nochmal irgendwie angepasste Sachen, dass vielleicht nicht gleich die Installationsdatei geht. Ich plane für mich zumindest, weil ich eine 2 Terabyte Festplatte in der PS4 habe, ich hole mir eine große USB-HDD-SSD, wäre mir zu teuer, aber eine 5 Terabyte oder sowas, wo ich einfach wirklich alle PS4-Spiele darauf auslager, eventuell per USB ziehe oder übers Netzwerk und auch wenn die Ladezeiten langsamer sind als mit der SSD der internen oder SSD externen, werde ich die dann einfach da belassen, damit ich mein PS4-Erlebnis habe, weil selbst alter, cooler Kram sieht mit 4K at 60 im besten Fall noch viel besser aus. Mhm. Welche PS4-Spiele auf jeden Fall kompatibel sind zu PS5, sind die Spiele, die zur sogenannten PS Plus-Sammlung gehören. Das ist ein neu hinzugekommenes PS Plus-Feature, ein Spielepaket aus 20 Spielen, auf die ihr zurückgreifen könnt, wenn ihr ein laufendes PS Plus-Abo habt. Das sind die Spiele, die wir hier sehen, angefangen von Days Gone und jetzt gehe ich mal weiter runter. Eine ganz schöne Mischung tatsächlich, also auch cool, dass da so Sachen mit auftauchen, die nicht ganz so erwartbar sind wie in Persona 5 zum Beispiel. Jo. Oder auch Until Dawn, Ratchet & Clank. Natürlich ist es so, wenn man viel PS4 gespielt hat, wird man viele dieser Spiele schon kennen. Wenn man es aber objektiv betrachtet, finde ich es eigentlich schon ganz cool. Du hast ja immer auch Leute, die gerade neu ins Videospielen einsteigen, die vielleicht nie irgendwas auf der PS4 gespielt haben. Dann hast du hier Zugriff auf eine Menge cooler Spiele. Ich habe mal, liebe Regie, 3 dieser Spiele installiert und ein bisschen was dazu aufgenommen. Das können wir einfach mal hier währenddessen laufen lassen. Es beginnt mit ein bisschen Footage aus Uncharted 4 und können mal gucken, wie das auf der PS5 läuft. Das ist kein besonders langes Video, ist eher nur ein kurzer, kleiner Einblick. Auch mit der internen Funktion gecaptured, ja? Ja. Das ist echt nicht gut. Festhalten! Nathan! Sie holen aus! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Scheiße. Ja.
Ich halte sie auf. Spiels Last Guardian, wo ihr mir beide gesagt habt, dass die Disc-Version, wenn sie nicht gepatcht ist, wohl mit 60 Frames läuft. Das war bei der Download-Version, die hier jetzt gleich kommt, nicht der Fall, lustigerweise. Ja, ich denke, das ist wirklich so der Umstand. Ich meine, dass es mit einer Unlocked Framerate ausgeliefert wurde auch auf der Disc. Und es war ja auch ein Spiel auf der PS4, obwohl es eine PS3-Wurzel hatte. Es ist auch nicht perfekt gelaufen. Ich habe es auf der normalen PS4 Slim bei mir gespielt und da hatte Last Guardian auch schon Ruckeleien. Mhm. Ich denke, die haben mit den Patches zumindest versucht, eine Parität in Richtung 30 FPS mit Lock zu finden, damit du nicht diese Schwankungen hast. Und das ist natürlich die neueste Version, die ihr hier drauf seht. Leute, die die Disc reingetan haben und das Internet abgeschaltet, sodass die Patches nicht draufgezogen werden, konnten es tatsächlich mit der Unlocked Framerate dann mit 60 Frames zumindest spielen können. Ansonsten fand ich aber, man sieht schon die Wurzeln bei dem Spiel, selbst die 4K und die eigentlich mehr mögliche Bildrate, es sieht vergleichsweise weich aus. Es ruckelt jetzt nicht unbedingt so extra, aber du merkst dann eher, dass es ein PS3-Spiel gewesen ist. Ja, ich hatte das Gefühl, das läuft an sich ziemlich rund. Also mir hat das gut gefallen, das Last Guardian. Das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, das habe ich noch nicht durchgespielt. Ich bin da nie irgendwie so richtig warm mit geworden. Ich habe außer von Shadow of the Colossus, das liebe ich, das Spiel. Aber Ico und Last Guardian, das sind nicht unbedingt meine Lieblingsspiele. Boah, wenn du mal deine Frustgrenzen austesten willst. Also ich habe damals gesagt, das ist das Spiel, bei dem ich gleichzeitig am meisten Tränchen im Augenwinkel hatte und geflucht habe wie ein Rohrspatz parallel. Mhm. Wir sehen danach jetzt ein Spiel, das habe ich primär für Ilias aufgenommen, weil ich da die Hoffnung hatte, dass mich ein technisch 1A-Erlebnis erwarten würde. Es lief aber nicht so super rund. Bitte bewertet jetzt hier nicht, wie ich jetzt hier spiele. Ich bin da einfach nur durchgelaufen und habe komplett diesen Gegner ignoriert, um ein bisschen Material aufzunehmen. Es ist auch wirklich unmittelbar der Anfang des Spiels und ich wollte nur mal ein bisschen die Kamera drehen und mal gucken, wie flüssig das läuft. Grundsätzlich kann man sagen, für die PS4 abwärtskompatiblen Spiele werden teilweise konkret gepatcht, um Verbesserungen zu erhalten, wie zum Beispiel Ghost of Tsushima. Bei anderen Spielen ist es so, dass sie profitieren können, wenn eben ihre Framerate nicht gelockt war vorher, dann wird man häufiger die maximal möglichen Frames erreichen. Und bei Spielen, die mit einer dynamischen Auflösung liefen auf der PS4, wird eben häufiger die maximale Auflösung erreicht. Bei Spielen, die aber festgelegt waren auf eine bestimmte Framerate und auch eine bestimmte Auflösung, bringt jetzt die PS5 keine automatische Verbesserung. Also ich würde sagen, bei Bloodborne zum Beispiel ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Es ist natürlich immer die Option offen, dass die Entwickler sich nochmal hinsetzen und Patches im speziellen Fall dafür machen. Es ist ja auch bei einigen Spielen was passiert im Vorhinein zum PS5-Release, worauf man für ältere Games nochmal Patches sind. Und du wirst ja auch nochmal Beispiele zeigen, wo es eh schon Modi zur Wahl gegeben hat, die für die PS4 Pro gedacht waren, was hier natürlich auch ein Vorteil sein kann. Bloodborne würde ich mich persönlich freuen, da auch mal mit der SSD das zu testen, weil das ist ein Spiel, was enormst von Festplattengeschwindigkeit gelebt hat. Wenn du so eine Uraltplatte hattest und du 40 Sekunden in die Traumwelt reinbraust und wieder zurück von jeder Lampe, das kannst du sehr schnell wieder runterpacken und gegebenenfalls ist es auch so das beste Erlebnis, was man bisher hat mit dem Spiel auf PS5. Wir machen jetzt mal genau das, was du angesprochen hast und starten ein Spiel, was ursprünglich schon für die PS4 Pro optimiert war und verschiedene Grafikoptionen hatte, nämlich God of War. Und hier ist mir aufgefallen, das läuft sehr, sehr viel häufiger mit 60 Frames. Vielleicht auch konstant. Ich könnte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil ich es natürlich nicht dafür jetzt nochmal durchgespielt habe. Es läuft aber sehr, sehr schön. Und es ist mir aufgefallen, dass es immer noch ein wunderschönes Spiel auch ist. Ne? Das sieht richtig schick aus. Ist auch noch sehr am Anfang hier des Spiels tatsächlich. Aber man wird sehen, dass das läuft schon einfach sehr, sehr rund. Das ist sehr nett. Kannst du das Qualitäts- und so Setup für die Grafik im Spiel machen oder müsstest du dafür rausgehen? Dafür müsste ich, glaube ich, nochmal rausgehen. Das ist jetzt hier der Performance-Modus des Spiels. Ich finde auch, ich bin immer pro Framerate bei solchen Sachen. Ja. Da steht natürlich, man kann auch sich jetzt denken, okay, wenn du es in 4K spielst, könnte es sein, ist es dann immer noch mit 60 Frames im Performance-Modus. Der Performance-Modus rendert intern quasi bei God of War mit 1080p und würde hochskalieren bei 4K. Na, wenn wir hier eh auf 1080p sind, muss das Skalieren zumindest nicht gemacht werden. Kann ich meinen Bogen machen? Scheiße, ich bekomme wieder Bock. Ja, ich habe auch leider nochmal Bock drauf. Mega cool. Und hier wurde nichts gemacht, kein Patch oder
Der PS4 Pro-Patch müsste das gewesen sein, oder zumindest die PS4 Pro Vorbereitung. Ja, aber nicht speziell für die PS5. Ich weiß es leider. Also es ist ja eins der Spiele, was schon mit einer höheren Framerate als, wie springe ich denn in dem Spiel? Dreieck? Unangenehm. Was schon dafür ausgelegt war, dass es eben mit mehr als 30 Frames dann läuft und hier triffst du halt häufiger dann die maximale Framezahl. Und wie hübsch das Spiel einfach noch ist. Und das ist ein PS4-Spiel. Das hast du wahrscheinlich jetzt hier nicht drauf. Ich hatte das gleiche Erlebnis mit Days Gone, muss ich sagen. Ein Spiel, was ich ganz gerne auf der PS4 gespielt habe und profitiert auch von dem 4K at 60 enormst. Wobei das natürlich schon flashiger ist als Days Gone hier. Mhm. Aber eine rucklige Open World und dann 4K at 60 zu haben, ist nice. Och nö, warum bekomme ich denn da jetzt Bock drauf? Stell dir das vor, Elias. Ich hab da gar keine Zeit dafür. In 4K volle Pulle auf deinem Riesenfernseher. Nachdem wir das jetzt einmal gesehen haben, ich will es nicht über Gebühr strapazieren, weil wir sind ja eigentlich für PS5-Spiele hier. Können wir es ein bisschen leiser machen, Regie, vom Ingame-Ton? Können einmal den Ton ein bisschen leiser machen. Ich würde jetzt, um das Spiel zu beenden, einmal noch ein anderes Feature zeigen. Der PlayStation-Button auf dem Controller hat nämlich eine doppelte Funktion. Man kommt, wenn man länger drückt, wieder zurück in das Menü, was wir eben gesehen haben. Drückt man kurz, erscheint hier unten das sogenannte Control Center. Da kann man verschiedene Sachen direkt quasi machen. Man kann zurück in das Hauptmenü gehen. Man hat hier diese Wechsler-Funktion, mit der man zwischen zuletzt gespielten oder zuletzt verwendeten Anwendungen umschalten kann. Aber was es nicht ist, es ist kein Quick Resume, wie man das zum Beispiel bei der Xbox hat. Die Sachen werden nicht direkt an dem Punkt gespeichert und wieder aufgenommen, wo man zuletzt war. Die werden neu geladen. Das geht sehr schnell, weil die interne Architektur einfach sehr schnell ist und das Laufwerk. Aber man darf es nicht verwechseln. Das ist kein direktes Wiedergeben an dem Punkt, wo man zuletzt war. Es ist trotzdem ein ganz cooles Feature. Ansonsten kann man hier noch so Sachen machen wie Mitteilungen stumm schalten. Man kann Gamebase ist so eine Freundefunktion. Man kann hier Musik einstellen, Tonoptionen verändern. Zum Beispiel, wenn man einen Lautsprecher am Controller angeschlossen hat, das Mikro stumm schalten und noch ein paar andere Sachen. Und wenn einem das alles nicht gefällt, was man hier machen kann, gibt es auch, mir ist es zum Beispiel wurscht, ob ich jetzt während des Spiels Spotify anmachen kann. Das kann man hier auch abschalten und könnte sich dieses Schnellmenü selbst konfigurieren und erreicht hier auch den Punkt, da hat man die gleichen Sachen in den Ruhe. Modus wechseln, wo man weiter Downloads machen kann oder die USB-Ports mit Strom versehen werden oder die PS5 komplett ausschalten. Super dumme Frage, aber kann man mittlerweile auch Bluetooth-Headsets an die Konsole koppeln? Ist das mittlerweile möglich? Habe ich jetzt konkret nicht ausprobiert. Also ich habe halt nur Kabel-Kopfhörer an dem Port hier direkt verwendet. Es wird auf jeden Fall ja das Pulse-Headset funktionieren. Das liegt uns aber nicht vor zum jetzigen Zeitpunkt. Das Sony-Headset, ob es für andere geht, würde ich jetzt lügen. Mhm. Ich würde noch mal unsere Zeit läuft. Ich würde gerne einmal noch mal in den Store gehen, um auch den hier noch mal im Rahmen dieses Videos gezeigt zu haben. Ist der voller jetzt mit den PS5-Games als vorher? Es geht. Man hat hier unten, das finde ich immer sehr schön, so eine komplette Filterung. Da werden nach und nach gerade noch PS5-Spiele eingespeist. Man sieht, da ist jetzt noch nicht super viel drin und das ist definitiv auch nicht alles, was es an Spielen geben wird. Also Temtem hat's clever gemacht, ne? Die tauchen damit auf. Ein Spiel, was im Dezember erscheinen wird. Es gibt eine Menge Sachen ja auch, die man hier zum Beispiel nicht sieht. Das sind Spiele, die es für PS4 schon gibt, die kostenlose Upgrades erhalten für PS5-Features. Zum Beispiel Sachen wie Borderlands, Dead by Daylight, Destiny 2, Dirt 5, Doom Eternal, Fortnite, Marvel's Avengers und ich weiß, dass Ilias das besonders freut, No Man's Sky bekommt ein Next Generation Update. Da haben wir, glaube ich, auch den Trailer vorliegen, liebe Regie. Vielleicht können wir einmal kurz reinschauen, um Ilias eine kleine Freude zu machen. Und ich finde es selber auch toll, wie die nach so vielen Jahren noch weiter an diesem Spiel rumdödeln und das jetzt noch mal verbessern, um von der neuen Konsolengeneration zu profitieren. Ja, ist halt ein Spiel, gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Es hat höchstwahrscheinlich auch der Letzte mitbekommen, aber wie du schon sagtest, Fabian, nicht nur inhaltlich, sondern also, dass du das jetzt auch so schön auf der Konsole spielen kannst, das ist schon geil. Vor allem auch die Framerate, die habe ich am meisten vermisst, so auf der PS4. Und ich bin schon komplett verliebt gewesen, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Und jetzt, also es macht sofort wieder Lust. Ist ein Spiel, wo man halt echt viel investieren muss. Es ist kein einfaches Spiel. Man braucht sehr viel Geduld, ein Stück weit auch Durchhaltevermögen, um so komplett durchzusteigen, was die verschiedenen Konzepte und so angeht. Weil mittlerweile ist es halt auch so viel. Du kannst so viel Kram da machen. Aber wenn man sich die Mühe macht und da auch ein bisschen Bock mitbringt, dann kann dir das Spiel echt viel wiedergeben. Und deswegen für alle Leute, die das auf der PS4 oder auf den anderen Konsolen nicht
gespielt haben und jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen, ich glaube, der PS5-Einstieg oder generell Xbox One oder dann eben auch der PC, das ist jetzt aktuell, glaube ich, mit so der beste Punkt, den man für dieses Spiel irgendwie kriegen kann. Mhm. Wenn du sagst, Ilias, wir haben genug von dem Trailer gesehen, ich glaube, wir müssen ihn auch nicht zu Ende gucken, dann können wir nochmal quasi wieder zurückspringen ins Studio. Für einige der Spiele, die ich eben genannt habe, die gibt es nicht nur als Upgrade, wenn ihr die PS4-Version habt, sondern es gibt auch originäre PS5-Versionen, zum Beispiel für Assassin's Creed Valhalla oder auch für Watch Dogs Legion wird es direkt auch als PS5-Version geben. Ihr müsst ein bisschen aufpassen bei diesen Upgrades von PS4-Versionen. Es gibt einige Spiele, wo das ein bisschen mit Einschränkungen verbunden ist, zum Beispiel Call of Duty Black Ops Cold War bietet das grundsätzlich. Allerdings, wenn du die günstigste Version, die Standard-Edition des Spiels für PS4 kaufst, musst du nochmal 10 Euro bezahlen für das PS5-Upgrade. Bei Control wird es so sein, dass du nur mit der Ultimate Edition das Upgrade bekommst. Bei NBA 2K21 bekommst du es, wenn du die Mamba Forever Edition gekauft hast für PS4. Da muss ich übrigens sagen, da können wir auch nochmal den Trailer im Hintergrund laufen lassen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus auf der PS4. Yeah. Wir hatten ja dieses Turnier auf dem Sender hier mit der Current-Gen-Version und das NBA 2K21 auf der PS5 ist grafisch schon fett. Und um das schon mal weiter währenddessen auszuführen, auch Spiele wie FIFA und Madden bieten solche Upgrades an, aber nicht unbegrenzt. Du musst dieses Upgrade durchführen, bevor die nächste Iteration der Spiele erscheinen wird. Also guck da lieber immer noch mal nach. Es ist ein erfreulich großer Pool an Spielen, wo man diese Upgrades einfach umsonst bekommt auf verbesserte PS5-Versionen. Aber eben bei manchen Spielen gibt es kleine Einschränkungen. Wie eben hier bei NBA. Ja, ich erkenne ihn von hinten nicht. Ja, da sehen wir die Frames. Ich bin leider schon so lange aus Sportspielen draußen, ich muss sagen, aber natürlich, das ist der erste Platz, wo du so ein bisschen Fotorealismus reinpacken kannst mit den gescannten Gesichtern. Mhm. Okay, vielleicht während hier noch NBA läuft, schon mal die Info. Wir werden natürlich im Rahmen dieses Streams heute jetzt nicht alle der Spiele, die für die PlayStation 5 erhältlich sein werden, zeigen, teilweise, weil sie uns noch nicht vorliegen als PS5-Spiele, weil es noch die Upgrades nicht gibt oder die Updates auf die PS5-Features oder wir haben sie in separate Items ausgelagert. Zum Beispiel wird hier morgen auf dem Sender Tim die Next-Gen-Version von Assassin's Creed Valhalla für euch zeigen. Wir haben Dirt abgebildet im Rahmen eines eigenen Turniers mit der Next-Gen-Version. Aber ihr bekommt ja hier jetzt noch ein halbes Dutzend Spiele gleich geboten. Ich glaube, wir können wieder rausgehen, liebe Regie, und würden sagen, ich bin echt heiß drauf, dass du, Ilias, der es noch nicht gespielt hat, gleich mal mit dem Spielen beginnt. Gerne. Und zwar mit dem Spiel, was quasi umsonst dieser PlayStation beiliegt, weil es mich sehr geflasht hat, was zum Großteil an diesem Ding hier liegt, dem meiner Meinung nach überraschend guten DualSense-Controller. Er bietet mehr, als ich mir erwartet hatte. Ja. Dazu gleich aber mehr, bevor wir das alles hier vorwegnehmen. Wir machen einmal kurz eine Pause, dann geht's hier weiter mit Astros Playroom.